Ja, da bin ich wieder, wollte auf Games TV. Hier ist wieder euer Drache. Ja, gerade ist das Spiel mal so eben komplett abgestürzt. Und jetzt mal gucken. Ja, wir waren Muss ich eigentlich schon gerade auf wieder in dem meinem Weg. Haus wohnen lassen? Zu einer Mission. Ist jetzt unser Auto? Das ist natürlich jetzt wieder weggebeamt worden, ne? Natürlich. Ja, wir können mal hier kurz gucken, was hier Phase ist. Wo fährst du denn hin? Alter, halt, stopp, 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 Mutti. Ich brauch mal kurz dein Auto, Schatz. Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn! Er hat mir den Weg abgeschnitten! Verloren.
Huch, war ja jetzt hier. So, das heißt erstmal hier Baustellen links. Gott, weiß der Himmel, was zur Hölle mit Enzo passiert ist. Entschuldigung. Oh, mein Fehler. Dieser Feinkostladen war hier erledigt. Und der hat jetzt schon eine Woche geschlossen. Thank you.
Hältst mal lieber den Kopf und...
kein Zutritt für Kunden in diesem Bereich. Bleib hier oben, wo du hingehörst. Hab was gefunden! Will ich nicht sterben. Lauf! Ich dachte, ich sei bereit. Ist aber nicht so. Nicht hier, bitte. Nicht zurücksehen. Geh einfach zum Telefon. Ich suche mich weg. Mein Scheiß aus! Schickt alle her! Nicht mehr weg! Verdammte Kacke, tut das weh! Kannst du nach meiner Pfeife! Ich bin getroffen! Ich könnte in Rente gehen. Was tue ich dann? Hühner züchten? Bei meiner Arbeit in der Bar lerne ich jeden Tag neue und interessante Menschen kennen. Außerdem, das hält diesen Ort nicht mehr. Der Motherfucker scheint sich verlaufen zu haben. Der Schwach. Das werde ich dir heimzahlen. Schmerzhaft, was? Schick ihm einen Moloch! Thank you.
schon klar. Du nimmst einfach den Umschlag und gehst. Kein Augenkontakt mit niemandem. Hörst du mir das? Es sind nicht nur die Raubüberfälle und die Drogendealer. Es ist etwas Böses hinter all dem. Kavar Construction ist hinüber und Mr. Kavar ist außer sich. Jimmy Kavar hat angerufen. Er ist auf der Rathausbaustelle und will mich sehen. Er weiß es. Keine Ahnung wie, aber er weiß, dass ich ihm geholfen habe. Er tötet mich. Oder ich gehe in den Knast und dann tötet er mich. Oh Gott. Gehen Sie nach Hause zu Ihrer Frau, Lenny. Packen Sie ein paar Sachen und verreisen Sie für ein paar Tage. Wenn Sie wieder zurück sind, ist alles vorbei. Reden Sie mit Jimmy? Sicher. Die Baustelle zu demolieren bringt Kavar in ernste Probleme. Ein Scherz mit diesem Arschloch Humphrey, oder? Wer würde denn den ansehen und denken? Ich weiß, dass du neu bist, aber in einem Moment wie diesem kannst du nicht um Geld bitten. Meine Frau geht mir deswegen schwer auf die Eier.
Ich sag ihr, dass irgendwer auf unserer Baustelle rumballert und dann sagt sie, wenn das so ist, sollte ich besser bezahlt werden. Erstens, du solltest mit deiner Alten nicht über die Arbeit reden. Zweitens, beschossen zu werden ist genau das, wofür wir bezahlt werden. Krieg deinen Arsch hoch. Wenn er will, kann er mich feuern. Aber wenn man die Abgabenordnung genauso ändert, wie die Bundesregierung das tut, gibt es eben solche Probleme. In dieser Stadt lief alles besser, als jeder seinen Platz kannte. Der Hurensohn hat eine Knarre. Nacht euch diesen dämlichen. Wenn ich fertig bin. Jungs gekillt. Keine Munition mehr. Ich muss nachladen. Wird mich verscharren. Verstehst du? Begraben. Du sorgst dich um den falschen Mann, Jimmy.
Muss ich mal kurz schließen, weil ich weiß nicht, warum er den jetzt getötet hat.